Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Anrufe mitgebracht, wobei der erste, ja, ob ich es Anruf nennen will, weiß ich nicht, aber die Betrüger werden heute tatsächlich immer raffinierter. Naja, und technisch sind die Betrüger mittlerweile auch ganz gut ausgestattet. Ich meine, sonst würden sie das mit dem Spoofing der Rufnummer, also das Verfremden der Rufnummer, ja wohl nicht hinbekommen. Naja, aber dieses Mal gehen sie tatsächlich noch einen Schritt weiter und haben technisch aufgerüstet. Zumindest im ersten Gespräch. Das zweite Gespräch ist nicht mehr als sonst wert. Aber nicht lang schnacken, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Hier ist Vicky. Ich weiß, dass Sie beschäftigt sind und nicht auf meinen Anruf warten. Sie haben Interesse gezeigt wegen die Themen Handeln an der Börse, Handeln mit Krypto oder auch Robot-Trading. Ja, und hier fällt natürlich schon mal grammatikalisch wieder auf, wegen die Themen. Tja, genauso wie die Ausländer sprechen würden, ruft hier in der Tat jetzt ernsthaft einen Automat an. Ja, und das ist schon mal richtig lustig. Denn, tja, also ich will nicht zu viel verraten. Hört einfach zu. .de ist ein 1994 gegründetes Finanzportal, das von .de Finanzportal GmbH mit Sitz in Rosenheim betrieben wird. Der Fokus unseres Teams hier .de liegt darauf, kleinen und mittleren Investoren dabei zu helfen, Investitionsmöglichkeiten ins Positive zu nutzen. Dürfen wir Ihnen zwei oder drei Fragen stellen, um zu sehen, ob das, was wir tun, Ihren Anforderungen entspricht? Falls ja, drucken Sie bitte die Nummer 1. Ja, das heißt, es ist ja eh illegal, ne? Hallo und herzlich willkommen. .de. Mein Name ist Vicky. Bitte warten. Hallo, Ben, mein Name. Grüße Sie. So, ihr habt's ja gehört. Ich habe die 1 gedrückt, beziehungsweise ja, das gemacht, was die nette Tante da gesagt hat. Und ich werde sofort durchgestellt. Ja, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Denn hier versuchen die Callcenter erstmal die uninteressierten Kunden ganz rauszulassen. Das heißt, man braucht für den Mitarbeiter oder der Mitarbeiter braucht nicht so viel Zeit, in Anführungsstriche, dafür verschwenden, ja das Erstgespräch mit dem Kunden zu führen. Das macht man hier einfach mit einem Roboter und schaut erstmal, ob der Kunde blöd genug ist, ob der das Ganze hier will. Und wenn man das dann bestätigt, um sich dann durchstellen zu lassen, dann geht erst ein Mitarbeiter ran. Das heißt, man spart sich damit eigentlich stundenweise Arbeitskräfte. Ihr braucht gar nicht mehr so viele Mitarbeiter. Denn ja, das Selektieren, was der Mitarbeiter eigentlich machen müsste, sonst, wenn dieser Automat nicht vorhanden wäre, ja, das übernimmt hier einfach ein Roboter. Und die automatische Stimme, die fragt erstmal genau das, was eben wichtig ist, ob dieses Telefonat überhaupt Sinn bringen wird. Und so fragt euch der Roboter, ob man da Interesse dran hat. Und wenn man das Interesse dann eben mit der Eingabe auf der Tastatur bestätigt, wird man durchgestellt. Das ist schon eine ganz, ganz andere Hausnummer, als wir das bis jetzt sonst immer auf dem Kanal hatten. Normalerweise ist ja der Mitarbeiter gleich dran und rattert seinen Text darunter. Ja, und mit so einem Automaten, der mehr oder weniger klar und deutlich spricht, auch wenn er jetzt hier grammatikalisch Fehler enthält, ist natürlich wahnsinnig praktisch. Also so habe ich das tatsächlich auch noch überhaupt nicht erlebt. Auch privat noch überhaupt von niemandem gehört, auf YouTube so auch noch nicht gesehen, dass man da erstmal einen automatischen Roboter hat, der das Ganze irgendwie selektiert. Ich meine, gut, letztendlich ist es nichts anderes als eine Warteschleife, die einen dann durchstellt. Mit dem Unterschied, dass euch diese Warteschleife ja angerufen hat. Ich wurde hier auch, wie man es hier hört, wurde ich ja sofort durchgestellt. Da war noch ein paar Sekunden Zeit dazwischen. Dadurch, dass die Pausen ja hier rausgeschnitten sind, ist das so nicht aufgefallen. Aber der Mitarbeiter, der war ziemlich schnell dran. Das heißt, der Mitarbeiter muss echt nur noch darauf warten, dass jemand da Interesse dran hat und lässt sich dann verbinden. Automatisch ist es schon, also eine ganz, ganz andere Hausnummer. Da, also ich, ja, es ist schon krass hier. Hallo, hallo. Ja, guten Tag. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Weiß ich nicht, ihr habt mich angerufen.
Also die Frage, wie er mir denn behilflich sein kann, ich denke mal, dass die sich ja komplett erübrigt und gar keinen Sinn ergibt. Denn letztendlich wurdet ihr ja angerufen. Also weiß ich nicht, was er mir helfen möchte. Letztendlich ist ihm ja auch schon ganz genau klar, worum es hier geht. Man konnte ja auch gleich was mit anfangen. Aber man suggeriert hier, dass ihr in einem Kundenservice quasi selbst angerufen habt. Also so funktioniert es ja normalerweise, wenn ihr selbst auf einer Hotline anruft. Mit dem Unterschied, dass die Hotline euch hier in dem Fall, ja, dass die Hotline euch angerufen hat. Ja, aber das vermittelt natürlich irgendwie den Eindruck, als wäre man da selber. Ja, der Kunde, der sich da gemeldet hat. Ist schon irgendwie sehr, sehr verwirrend. Und naja, lenkt auch von dem Betrug so ein bisschen ab, weil man sich hier sicherlich, wenn man nicht ganz so viel darüber nachdenkt, was gerade abläuft, vielleicht fühlt man sich dann auch so, als hätte man selber angerufen. Ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, was das bringen soll. Naja, außer, dass man da jede Menge Mitarbeiter eben auch spart und viel, viel schneller ja alle Rufnummern abgrasen kann, weil jeder, der auf Nein drückt oder einfach wieder auflegt, da spart man sich schon mal die kostbare Arbeitskraft, die jede Menge Geld kostet. Also der teuerste Faktor in dem ganzen Betrug hier. Ja, ist schon spannend. Ja, es geht um das Thema Handel an der Börse generell. Wir möchten herausfinden, wie weit Sie informiert sind und natürlich auch Sie darüber informieren, was heutzutage die Investoren machen. Warum? Wie schaut es denn aus bei Ihnen? Haben Sie bereits Erfahrung gesammelt? Nö. Ja, und ich habe den Mitarbeiter jetzt hier auch gefragt, warum, aber das scheint ja schon wieder nicht zu interessieren. Also wissen wir ganz genau, worum es hier eigentlich wieder geht. Nicht um Fragen beantworten, nicht um Kundenservice. Es geht hier einzig und allein nur darum, dass ihr da euer Geld versenkt. Mehr nicht. Ist ganz okay. Sie haben bestimmt irgendwo ins Netz Recherche gemacht und da haben Sie auch Ihre Name, Nachname, E-Mail, Telefonnummer hinterlassen. Wir kontaktieren die Leute und ja, wir möchten soweit, den... Das ist schon mal richtig, aber ich habe kein Opt-in für einen Anruf gegeben. Was den Opt-in angeht, das steht bei den Terms and Conditions, dass Sie innerhalb ein Jahr 2 bis 5 maximal Anrufe erhalten können. Nein, das habe ich nicht, aber dem habe ich definitiv nicht zugestimmt, nein. Und außerdem darf man solche Anrufe, die man da eventuell vorhat, selbst wenn es da irgendwo im versteckten Pamphlet steht, ne, also unter den Datenschutzbestimmungen oder irgendwo in den AGBs versteckt sein mag, das zählt nicht. Man muss da extra einen Haken setzen, wenn man diesen Anruf haben möchte. Naja, und dann ist es auch okay, wenn man da 2 bis 5 Anrufe im Jahr bekommt. Aber man muss es dann auch gesehen haben und man muss das auch gewollt haben. Ja, aber das ist halt eben nicht der Fall, dass das irgendjemand hier gewollt hat. Die rufen halt einfach an. Das spielt keine Rolle. Das ist sicherlich irgendwo versteckt. Aber man kann sowas nicht in den AGBs verstecken und auch nicht in den Datenschutzbestimmungen. Das ist einfach nach deutschem Recht nicht legal. Die müssen euch gesondert darauf hinweisen. Und ihr müsst das auch gesondert bestätigen. Ich könnte Ihnen den Link später senden. Und ich kann Ihnen sagen, wie es ist. Es ist definitiv falsch. Sie rufen mich illegal an. Okay, ist gar kein Problem, ich könnte Ihnen aus der Liste... Das ist schon ein Problem. Wie meinen Sie das? Ja, wenn Sie illegal anrufen, ist das schon ein Problem. Illegal bin ich mir vollkommen sicher, wir machen das nicht. Ich bin mir aber vollkommen sicher, dass Sie mich illegal anrufen, denn Sie rufen hier auf einer extra dafür eingerichteten Rufnummer ein, und zwar bei der Bundespolizei. Okay. Ja, die Telefonnummer. Sagen Sie mir bitte einmal Ihren Namen. Ja, Ben Ramos. Und bei welcher Firma arbeiten Sie? Das ist schon mal gelogen. Ja, ich recherchiere ja immer sehr viel, wenn ich solche Videos schneide. Ich schaue mir alle Seiten immer nochmal an und gucke, was da so eigentlich los ist und lese mir auch die Rezensionen nochmal durch. Hier bei dem Unternehmen. Deswegen habe ich mich auch im Nachgang jetzt dazu entschieden, den Firmennamen rauszuretuschieren. Tja, es scheint wohl ein seriöses Unternehmen zu sein, mit dem wir hier sprechen.
Aber das Problem ist, die Methoden, mit denen die arbeiten, die sind nicht so ganz sauber. Denn letztendlich habe ich definitiv kein Opt-in gegeben und auch keine Erlaubnis erteilt, dass man mich anrufen darf. Man tut es aber einfach trotzdem. Naja, und daher habe ich mich halt dazu entschieden, hier so einen Mittelweg zu finden und die Firma nur zu melden, aber den Namen hier raus zu retuschieren, da das dann hier nicht reingehört. Das soll an anderer Stelle geklärt werden, ob das ein legales Telefongespräch war oder eben nicht. Ja, das ist absoluter Quatsch, weil die rufen sie definitiv nicht an. Es ist falsch, sie rufen nicht an, auf keinen Fall. Ich könnte Ihnen eine Mail senden mit Informationen. Ja, es ist ja Blödsinn. Passen Sie mal auf. Sie rufen mich illegal hier auf dieser Leitung an. Das ist nicht erlaubt, was Sie tun. Das ist Kaltakquise, illegale Telefonwerbung. Mhm. Mal davon abgesehen, die Rufnummer, mit der Sie mich gerade anrufen, die ist gespooft. Das ist schon wieder illegal. Und das spricht tatsächlich auf jeden Fall wieder, für den negativen Aspekt dieser Firma, denn ich konnte die Rufnummer nicht zurückrufen. Das ist natürlich auf jeden Fall kein Hinweis auf ein seriöses Callcenter. Denn die seriösen Callcenter, die haben eine Hotline eingerichtet, wo ihr dann auch zurückrufen könnt. Und nicht einfach irgendeine gespoofte Nummer sich da zusammengebastelt, dass, sobald man da anruft, eben, kein Anschluss unter dieser Nummer kommt. Das ist auch nicht erlaubt in Deutschland. Okay, davon bin ich nicht informiert. Wie ich ja schon sagte, ich arbeite nur hier. Ja, dann suchen Sie sich bitte mal ganz schnell einen neuen Job, denn die ganze Firma arbeitet illegal. Okay. Okay, Steiner, dann würde ich das Ganze mal nachschauen, nachprüfen, ich weiß nicht, also. Also ich habe jetzt in der kurzen Zeit, habe ich drei Sachen überprüft. Alles illegal, alles falsch, was Sie mir sagen. Das ist alles falsch. Selbst inklusive der Rufnummer, mit der Sie mich anrufen, ist falsch. Okay. Also noch mehr nach illegal kann es eigentlich gar nicht mehr schreien. Okay, Herr Steiner. Ich habe es verstanden. Ich werde das Ganze natürlich auch mit dem Team überprüfen, was da los ist. Ja, da brauchen wir nichts überprüfen. Das Team wird Ihnen den gleichen Scheiß erzählen wie immer. Okay, Steiner. Dann, einen schönen Tag Ihnen noch. Ja, wünsche ich Ihnen nicht. Okay, ciao. Tja, der Mitarbeiter, der schien mir hier wirklich wahnsinnig. Ja, irritiert. Ich weiß es nicht. Also vielleicht glaubt er, er arbeitet in einem seriösen Unternehmen. Und vielleicht kann das Unternehmen selbst ja auch seriös eigentlich sein. Das Problem ist halt nur, wenn man dann die Leute da eben nicht seriöse Sachen am Telefon machen lässt. Und der war natürlich hier spürbar irgendwie sehr, sehr, sehr davon verwirrt, was hier eigentlich gerade passiert. Ich gehe mal davon aus, dass, so wie er reagiert hat, werde ich nicht der Erste sein, der ihm das so gesagt hat. Denn, er war auf jeden Fall erstmal irgendwie nicht so wie die anderen Abzocker alle am Telefon. Und höflich geblieben ist er ja auch. Naja, aber machen wir mal weiter mit dem zweiten Telefongespräch, was ich euch auch noch mitgebracht habe. Hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich mit Japan? Japan, ich melde mich von der Trade Capital, wo Sie angemeldet sind. Sind Sie interessiert, auf der Finanzmarkt zu handeln, stimmt? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Ja, weiß ich nicht. Wie kommen denn meine Daten da bei Ihnen hin? Sie haben selber es eingegeben. Wie heißt Ihre Seite? Trade Capital. Ich ruf die mal auf, Moment. Sie haben eine Werbung gesehen, haben Sie Interesse gehabt und dann haben Sie Ihre Daten eingegeben. Das heißt, ich muss bei Ihnen melden und fragen, ob Sie interessiert sind, auf Ihr reguliertes Firma eine Investition zu machen. Also die Webseite heißt Trade Capital. Genau. Finde ich nicht. Kennen Sie nicht. Aber sind Sie doch interessiert, auf der Finanzmarkt eine Investition zu machen? Das Geld zu verdienen, ja, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich bei Ihnen angemeldet habe. Sie haben doch die Werbung gesehen. Sie haben Interesse gehabt. Stimmt es oder nein?
Tja, also erst hieß es, ich bin da angemeldet und habe Interesse und jetzt auf einmal ist es dann doch über eine Werbung. Tja, also was will man dazu noch sagen? Wenn das nicht schon von Anfang an nach Betrug schreit, dann weiß ich auch nicht, wo wir hier gelandet sind. Nö. Haben Sie nirgendwo... Machen Sie da mal im Hintergrund die Musik aus, ich verstehe Sie fast überhaupt nicht. Ich verstehe meine Stimme auch doppelt. Ja, dann machen Sie mal da die Musik aus. Sie sind ganz schlecht zu verstehen. Ich habe keine Musik an. Doch, Sie haben Musik an da im Hintergrund, ganz laut. Ja, weil Sie über 20 Mitarbeiterinnen sind. Ja, dann müssen Sie die mal ausmachen. Sie sollen auch die Lautsprecher ausmachen, damit ich nicht meine Stimme wieder zurückkriege. Ja, ich verstehe aber kaum was. Das ist, Sie sind so leise und die Musik im Hintergrund ist wahnsinnig laut. Herr Pan, sagen Sie mal bitte ehrlich, sind Sie interessiert, auf der Finanzmarkt eine Investition zu machen, das Geld zu verdienen oder nein? Na, die Frage habe ich Ihnen doch bereits beantwortet, oder nicht? Nochmal mit ja, die Frage, müssen Sie einem immer ins Wort quatschen? Finden Sie das in Ordnung, wenn Sie Leute anrufen und dann immer gleich ins Wort quatschen? Nee, sagen Sie mal bitte direkt, habe ich gesagt. Also, wollen Sie das Geld verdienen oder nein? Die Frage habe ich Ihnen doch bereits beantwortet. Geben Sie mir Möglichkeit, mit den anderen Kunden zu arbeiten, okay? Ach so, dann habe ich auf jeden Fall Interesse, ja. Schon mehrmals? Ja, dann habe ich auf jeden Fall Interesse, ja. Dass Sie gar keine Ahnung haben, woher ich melde und so geht es nicht. Ja. Also ich habe es erklärt, dass Sie eine regulierte Firma sind, dass Sie keine Angst haben sollen. Und das haben Sie noch nicht erklärt. Habe ich doch, Japan. Aber Sie sagen andauernd, dass Sie nicht interessiert sind. Nee, das habe ich gerade nicht gesagt. Das habe ich in der Tat auch überhaupt gar nicht gesagt. Ich weiß nicht, was sie sich einbildet, genauso wie sie sich irgendwie die einbildet, dass sie mir schon alles erzählt hat. Aber das hat sie ja irgendwie nicht. Tja, aber das scheint sie auch irgendwie nicht so richtig zu kapieren. Zuhören tut sie ja auch nicht und ins Wort fallen auch noch. Und so eine will tatsächlich Geld von euch haben. Tja, und das auch nicht wenig. Dass das nach Betrug von Anfang an hier schon brüllt, ist doch wohl vollkommen logisch. Die Musik, nervig bis zum geht nicht mehr im Hintergrund und sie beschwert sich über einen Lautsprecher. Tja, irgendwie, ich habe es euch ja schon mal erklärt, es ist für mich, hört sich es immer ein bisschen anders an, die Gespräche, als hier nachher in den Videos, da das hier nachbearbeitet ist. Das heißt, ihr versteht die tolle Lady hier ein bisschen besser, als ich es tatsächlich am Telefon verstehe. Wenn ich in den Gesprächen sage, dass ich sie nicht verstehe, dann meine ich das auch so, weil die Musik einfach im Hintergrund so unfassbar laut war, dass ich echt zu tun hatte, irgendwelche Worte überhaupt von ihr irgendwie zu deuten, was sie genau von mir meint und was sie eigentlich will. Naja, das Gute ist halt eben hier an YouTube und bevor ich es hochlade, bearbeite ich das Ganze ja und dementsprechend hört ihr die Musik eben nicht mehr so laut oder gar nicht mehr. Ja, aber dass die Qualität irgendwie nicht in Ordnung ist, das kriegt man ja auch mit, wenn ich hier spreche, dass ihr dieses Schnarren dann auch noch im Hintergrund jedes Mal hört als Echo. Hallo? Ihre Intelligenz scheint ein bisschen begrenzt zu sein, kann das sein? Japan. Sind Sie interessiert? Na, die Frage habe ich Ihnen doch jetzt bereits mehrfach beantwortet, oder nicht? So, haben Sie Fragen? Nein. Aber sind Sie nicht interessiert, oder sind Sie interessiert? Na, die Frage habe ich Ihnen doch jetzt schon echt mehrfach beantwortet. Ich weiß nicht, warum Ihre Intelligenz komplett hinüber ist, aber das, was Sie hier gerade am Telefon absehen, ist einfach nur peinlich. Warum? Schämen Sie sich eigentlich nicht? Weil Sie blamieren sich hier die ganze Zeit. Sie verstehen kein Wort von dem, was ich sage, quatschen mir die ganze Zeit ins Wort und die Telefonleitung ist das Grauen. Herr Pan, ja. Ich habe schon mal gesagt, dass ich wegen Ihrer Interesse bei Ihnen melde. Ja. Ich habe nicht Ihre Daten eingegeben auf unserer Plattform. Nö, aber irgendeiner von deinen anderen Betrügerkollegen. Nee, wir sind nicht Betrüger. Natürlich seid ihr Betrüger. Nein, sind wir nicht. Natürlich, ihr seid doch sogar schon der BaFin bekannt. Dass Sie unsere Regulationsnummer bekommen. Wenn Sie es nicht Sagen Sie mir mal Ihre Regulationsnummer. Dann werde ich gerne per E-Mail schicken, wenn Sie interessiert sind. Ja, sagen Sie mal die Regulationsnummer. Ja, aber bevor sollen Sie mir nicht so schlechte Worte sagen. Ja, sagen Sie mir doch jetzt mal die Regulationsnummer. Tja, das kann sie wieder nicht. Weil ihr scheiß Betrüger seid, mehr nicht. Denn wenn das keine Betrüger wären, dann... Denn dann könnte sie mir auch ihre Nummer sagen. Und vor allem würde sie dann nicht so reagieren, wie sie hier reagiert hat. Tja, es ist schon Wahnsinn. Also... Die hat überhaupt gar nicht auf nichts reagiert, was ich gesagt habe. Ich habe ihr nur oft genug erzählt, dass ich ja Interesse habe.
Mehr oder weniger. Stimmt zwar nicht, aber tja, ich wollte es ja zumindest vortäuschen. Tja, aber irgendwie, wenn man gar nicht zuhört und immer dem Kunden ins Wort fällt und ja, weiß ich nicht, sie hat ja immer wieder dasselbe gefragt. Und ja, so jemand hat halt eben Pech gehabt bei mir. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, wie solche Leute da am Telefon sitzen können. Naja, aber es ist halt einfach nur gut, weil so bescheißen sie hoffentlich weniger Leute. Im ersten Gespräch ist es ziemlich gefährlich, weil da wird erstmal ausselektiert. Beziehungsweise so gefährlich ist es auch nicht, weil ich denke mal, ganz, ganz viele Menschen werden bei einem Automaten dann sowieso ganz schnell auflegen, weil das ist eh schon komisch, wenn euch ein Automat anruft, da hat er gar keiner Bock zu und persönlicher geht es ja auch überhaupt nicht mehr. Naja, und wenn ein Automat anruft, dann weiß man in der Regel gleich, dass da was faul ist. Naja, und bei denen hier, ja, da hat sie ja wieder selbst die Beweise nachgeschoben, dass das kein seriöses und anständiges Unternehmen sein kann. Denn sonst hätte sie meine Fragen beantwortet, sie hätte Deutsch gekonnt und die Musik im Hintergrund wäre definitiv nicht vorhanden gewesen. Tja, aber das interessiert halt solche Betrüger und Abzocker-Callcenter nicht. Bildet euch eure eigene Meinung, was ihr von den Unternehmen haltet, so wie die sich hier am Telefon geben. Die blamieren sich in der Regel ja eigentlich immer nur komplett selbst, mit dem, so wie sie sich eben geben. Naja, mit der ganzen Art und Weise halt. Ich hoffe, euch hat das Video trotz der Kürze gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann gerne meinen Kanal abonnieren. Am besten mit Glocke, denn dann kriegst du auch eine Information, wenn ein neues Video rauskommt. Und jetzt seht ihr hier noch die Playlist zu allen anderen Videos. Gerne könnt ihr auch die Videos hier teilen mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten auf Instagram, Facebook und was es da sonst noch so alles gibt. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.